Und da sind wir wieder zurück mit Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Heute werden wir jetzt auch angesprochen dieses Minispiel spielen, das mir wahrscheinlich ein bisschen, wenn nicht sogar den ganzen Part Zeit nehmen könnte, weil das einfach nur schwer ist. Oder nein, es ist nicht schwer, es ist eigentlich glücksabhängig wie noch die. Und bevor ihr damit anfangen, denn dort hinten sind noch 13 Rubine versteckt. Und ich glaube, das Anfangsmaximum war in der GameCube-Version 300 und hier kann man jetzt schon, glaube ich, bis zu 500 sammeln. Am Anfang. Hallöchen. Wir können dann auch das 10 Rubine. Na, lässt es dir den Spaß? Ach so, na dann also. I'm a großer Mann auf Flotte, ich bin Admiral Aquabar. Wir sind im Alarmzustand. Es wurden angreifende Seeungeheuer gesichtet, alles auf die Position und Gefechtsbereitschaft. Was? Na, wenn das so ist, alles klar. Es nähern sich drei verschiedene Monster, ein großes, ein mittelgroßes und ein kleines. Wenn wir nicht schnell zum Gegenangriff blasen, sind unsere Kinder in Gefahr. Du musst unter Zieleinnahme des neuen Radars die versteckten Seeungeheuer aufspüren und besiegen. Allerdings stehen dir nur 24 Schuss zur Verfügung. Um die Monster zu besiegen, brauchst du 4 für das Große, 3 für das Mittelgroße und 2 Schuss für das Kleine. Mit Hilfe von Dinges bewegst du dein Zielfernglotz und durch Drücken von A feierst du Ziele gut. Mögen wir siegreich sein. Hast du alles verstanden? Jawohl. Ausgezeichnet, bisher rekordiert bei 20, um alle gegnerischen Monster zu besiegen. Ein wahrer Teufelskräfte von einem Captain hat ihn aufgestellt, also toi toi toi. Auf dass es eine glorreiche Schlacht wird. Am Endeffekt wird das Schiffe versenken. Und in der GameCube-Version waren es noch Schiffe. Jetzt haben sie das durch Monster geändert. Wer weiß wieso. Wusste ich's doch. Es hat nur schwierig, den Rekord von 20 zu unterbieten. Ach Mist. So, jetzt muss nur noch das Zweier. Das könnte irgendwas sein. Splish, 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 splish. Ja, da unten war es. Weil meistens sind die auch schon nebenan. So. Ja, der Feind ist jetzt entkommen, ist egal. Machen wir es nochmal. Was ich meistens auch gerne mache, ist da durchqueren, einfach drücken, bis ich eins treffe. Weil meistens sind die schon nah dran. Und das hat mir in 9 von. Also in 8 von 10 Fällen. Aber heute habe ich wirklich nicht so viel Glück. Jetzt wisst ihr, wieso ich gesagt habe, dass wir. Wenn ich lange dauern. Ja, genau alle am Rand und ich bin natürlich schön daneben. Vor allem das oberste. Links daneben, rechts daneben. Perfekt. Noch perfekter versauen kann man es nicht. Also sollte es zu lange gehen, dann werde ich dann einfach speed upen oder einfach rauscutten. Okay, da haben wir schon eins. So, das Zweier, das könnte irgendwas sein. Wenn ich es nicht gleich finde, bin ich am... Okay. Wir können auf jeden Fall gewinnen. Wir haben zumindest schon mal... Es geschafft, das gibt schon mal eine Belohnung. Das war fantastisch, dank dir konnte der Frieden an unserer Insel gewahrt werden. Ich glaube, die Kinder der Insel wollen sich auch beschwingend bei dir bedanken. Hurra! Hurra, yippie! Danke, vielen lieben Dank! Unsere Herzen können wirklich freut, dass wir gleich ein ganzes Viertel davon erbären können. Bitte nimm dieses Herzteil aus unseren Dank an! Ja, und von ihm kriegen wir das Herzteil. Das dritte in unserem Bunde und das zweite von Portemonnaie.
Und das ist nicht die einzige Belohnung. Sollten wir es jetzt auch schaffen, den Rekord von 20 zu unterbieten, würden wir auch noch etwas dazu kriegen. Und ich glaube, es gibt nach dem Headstyle auch noch eine weitere Belohnung. Also dann, wie viel man dankt, vergiss nicht deinen Ringschirm, wenn du gehst. Wir wollen natürlich auch die anderen Belohnungen haben. Und ich glaube, mein absoluter Rekord war mal 14 Schuss. Und der niedrigste Rekord, der sein könnte, das wären... Also der größte, der höchste Rekord, das wären... 2 plus 4 macht 6... 9! Also ich war mal nur 5 Schuss daneben. Splish! 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 Kabim! Splish! Kabim! Kabim! Splish! Kabim! Splish! Kabim! Okay, das ist zum Beispiel ein gemeines. Da ist das 4 und das 3er nebenan. Splish, 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 splish. Kabim! Splish. Fuck! Eins daneben. Aber die waren alle am Rand. Weil das ist nämlich das Fiese. Weil ab und zu sind die einfach mal nebenan. So, machen wir wieder den altbewährten Trick. Bis wir eins finden. Und da ist irgendwo eins versteckt noch. Ja, seht ihr, wieder das gleiche. Sind einfach mal nebeneinander. Splish, 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 splish. Ja, und dann ist es dort oben. Mhm. Okay, dann nochmal. In der Hoffnung, dass wir ein Glückstreffer landen. Schon wieder? Ehrlich, das ist langsam nicht mehr witzig, Spiel. Und es ist immer das Zweier, was mir meistens fehlt. Wette, das finde ich hätte der nicht. Ja, weil es wieder dort unten ist, genau. Also man kann sagen, in 5 von 10 Fällen sind die nebeneinander. In 5 von 10 Fällen. Und ich krieg langsam einen Herzkasper. Wenn ich wieder keine finde. Seht ihr, wie das innen verarscht ist? Okay, macht's jetzt so. Ich zeige jetzt noch den letzten Versuch und dann schneide ich. Dann ist mir das auch egal. Ich muss mir dann noch merken, wie viel Zeit ich verbraucht habe. Also, letzter On-Cam-Versuch. Sollte es jetzt nichts werden mit einer Belohnung, werde ich schneiden. Wir machen jetzt das gleiche wie bei Donkey Kong Country. Ich drohe dem Spiel jetzt. Splish, splish, splish. Kabim, kabim, dass ich cutten werde. Splish, 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 splish. Kabim, kabim. So, jetzt müssen wir nur noch das Dreier finden. Splish, splish, das kann sich wenigstens nicht so gut verstecken. Splish, 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 splish. Oder doch. Weil es wieder nebenan ist. Also, ein Cut. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich eine weitere Belohnung geholt habe. Also den Erfolgsversuch. Also dann, bis gleich. Weil das Spiel unbedingt betrügen will. Danke. Splish, splish. Kabim, kabim. Splish, kabim, kabim. Kabim, kabim. Kabim. Splish, splish, splish.
Splish! Kaboom! Jetzt liegt es daran. Wir haben jetzt vier Möglichkeiten. Also der Rekord ist safe. Egal was passiert. Wir haben den Rekord. Aber wir wissen nicht, wie viel der Rekord ist. Splish. Er ist bei... Splish. 19. Endlich. Endlich vorbei mit diesem Kack. Katastrophe. So, und von ihm kriegen wir jetzt eine Schatzkarte. Soviel ich weiß, ist es, glaube ich, die Schatzkarte mit einem Herzteil, das im Meer verborgen ist. Und für den neuen Rekord kriegt man nochmal eine Schatzkarte. Weil eine dieser Schatzkarten ist auf jeden Fall eine Schatzkarte, die uns zum Herzteil bringt. Und jetzt sind wir auch mit diesem Spiel fertig. Ich hatte fast schon die Hoffnung verloren. So, dann glaube ich unter Karte. Also jetzt muss ich schauen, welches der Schatzkarten ist das mit dem Herzteil? Okay, da hätten wir die Nummer 23. Gut. Die Nummer 23. Das ist auf jeden Fall eine Inselherzteil. Das kann ich da schon mal auch mal notieren. Und wir finden dieses Herzteil dann dort. Und die Schatzkarte 7 ist nur eine normale Schatzkarte, die uns dort etwas finden lässt. Also man kriegt von diesem Minispiel sozusagen zwei Herzteile. Eines in echten Form und eines als Schatz auf der... als Schatzkarte Nummer 23 im See verborgen oder im Meer verborgen. Somit hätten wir das auf jeden Fall jetzt geschafft. Dann können wir jetzt weitermachen, da wo wir verblieben sind. Und im Ende von ihm Abschied nehmen. Dann können wir jetzt uns mal um diesen Gefangenen... retten wir ihn mal. Weil sonst will uns der andere Typ kein Segel verkaufen, das ist das Problem. Und das Gefängnis ist genau hier. Ich hätte wirklich fast schon die Hoffnung aufgegeben, es überhaupt noch zu schaffen, ohne dass ich zu viel Geld verschleudere, dass ich wieder Geld hätte farmen dürfen, nur um das Häkel zu leisten. Und der Schalter ist auch gerade lame versteckt. Das heißt, jeder hätte ihn befreien können. Und so behalten sie Gefangene in Hintergittern. Hui, 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 ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Ja, yeah, das ist für dich ein Geschenk, das von Herz kommt. Tingle, tingle, Meer und Sand. Ein Item ist in meiner Hand. Ja, die Tingle-Flasche haben wir jetzt bekommen. Und leider wird uns das nichts mehr bringen, weil das Miiverse schon seit Jahren abgeschaltet ist. Somit konnte man eben noch Beiträge senden, die dann als Flaschpost zu finden waren. Aber ich glaube nicht, dass es noch welche gibt. Also werden wir das auf jeden Fall nicht machen. Ja, ja, und nicht unschön schreiben. Zum Beispiel, wie das Wort mit P, das mit S aufhört. Das zum Beispiel hätte man nicht schreiben sollen, weil sonst hätte man dann gleich einen Bann gekriegt. Und da das Miiverse ja nicht mehr aktiv ist, brauche ich das auch nicht zu aktivieren. Ich hätte es gerne noch gezeigt, aber das Let's Play kam halt ein bisschen zu spät. Weil ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, die Elgato. Nein, die Elgato, die hatte ich schon vor der Switch. Aber ich hatte nicht Bock, das Let's Play aufzunehmen. Ups, habe ich doch gerade was Wichtiges vergessen. Herr Fair, du wirst doch sicher mal zu meiner Insel kommen, oder? 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 Ja, und wir haben jetzt auch noch Tings Karte. Wirf doch mal auf den Kartenbildschirm einen Blick drauf. Wenn es um Karten geht, frag einfach den guten Tingle. Vergiss das nicht, okay? Wenn du noch mehr Spaß mit deiner Tingle-Flasche haben möchtest, nimm den Rückwand dieser Zelle mal genauestens bitte die Lupe. Mach ich gerne. Ja, wie schon gesagt, nein von niemanden. Punkt. Ja, ich nehme keine mehr an.
Zum Beispiel mit den Dingenflaschen kann man auch sogar Fotos schicken, die man zum Beispiel auch für die Nintendo-Galerie hätte nehmen können, um eben das Foto neben Quest zu lösen. Aber ich brauche es ja nicht mehr. Weil ich ja schon das komplett gelöst habe. Und das ist Tingles Karte. Zeigt dann, wo er lebt. Und noch ein paar weitere Details, die wir uns dann später merken können, denn sind noch sogar zwei Feen abgezeichnet, dann haben wir auch noch Portemonnaie und einen mysteriösen Turm, in dem er lebt. Und wir wollen ja schließlich noch ein bisschen was nachschauen, denn nein, ich will nicht hoch. Denn hinter einer Kiste hat er noch irgendwas gemacht. Beziehungsweise hat da noch irgendwas versteckt. Denn wenn man die Kiste wegzieht, ist ja ein Durchgang, den wir jetzt durchqueren können, denn hinten ist ja noch etwas. Endet hat ein Labyrinth und es gibt auch ein paar Sackgassen darunter, die einen ins Nichts führen, aber die kann man sehr leicht erkennen. Also das ist ja nicht das Problem. Zum Beispiel da rechts, wenn ihr so komische Holzplatten seht, dann wisst ihr, dass es das eine Falle ist. So, ich glaube, jetzt muss ich nur noch geradeaus. Ja, da bin ich hier in diesem Raum. Und das sind wahrscheinlich die Hinweise, die er gesagt hat. Hier im Portemonnaie ist es mir endlich geglückt, eine Fotobox zu klauen. So eine wollte ich schon mein ganzes Leben lang haben. Dummerweise war ich unvorsichtig und wurde gleich daraufhin geschnappt, was meine sofortige Inhaftierung zur Folge hatte. Nun spore ich in der Zelle, doch selbst jetzt ist meine größte Sorge, als meine geliebte Fotobox wieder weggenommen werden könnte. Daher habe ich einen Tunnel gegraben und sie ganz tief im Innern versteckt, damit sie von niemandem gefunden werden kann. Natürlich habe ich vor, meine geliebte Fotobox wieder zu holen, sobald ich erstmal aus diesem niffigen Loch hier raus bin. Also schreibe ich hier die Gebrauchsanleitung auf, bevor ich sie noch vergesse. Lege sie zuerst in dem Item-Menü auf Dingens, Dingens oder Dingens, durch Drücken von A oder L und R Lichtbilder machen, mit Hilfe von Dingens herein oder wegzoomen, durch Drücken von ZR können die Lichtbilder jederzeit betrachtet werden, allerdings fasst die Fotobox nicht mehr als 12 Lichtbilder gleichzeitig. Und in der GameCube-Version fasste sie nur 3 Bilder. Ach, ich muss schnell hier rausbrechen. Eine ganze Welt war darauf, von mir als Lichtbild gebannt zu werden. Somit war auch die Fotoquest nämlich ganz easy. Also keine große Sache. Und damit die Fotobox. Benutze sie, indem du sie auf Dingen legst. Du kannst bis zu 12 Lichtbilder gleichzeitig in ihr aufbewahren. Wechsel mit ZD zu deinem Album, um sie zu betrachten. Dort kannst du sie auch in einer Flasche stecken und darin verschicken. Ja, das war eben der Hinweis. Aber um diese Kamera gibt es auf jeden Fall noch eine Quest. Es ist halt die Frage, ob ich die schon angehen kann. Und das passiert, wenn man in eine Sackgasse gerät. Denn diese süße kleine Maus lässt uns hier raus. Wir landen dort, wo das Boot ist. So, aber jetzt schnell im Text wieder zurück. Nein, ich will nicht mit dir reden. Passiert auch immer wieder ein Reden wollen. Denn die Fotobox, die ist noch nicht perfekt. Können sie noch perfekter machen und das sollte ich machen. Und um das Segel kümmere ich mich dann gleich später. Erstmal gehen wir jetzt mal hier rein. Das ist nämlich der Laden. Nanu! Aber das ist eine ganz formidable Box, das die du da hast. Ich konnte natürlich nicht an, dass du auch ein Lichtbildliebhaber bist. Unter Lichtbildliebhabern gibt es keine schlechten Menschen. Du bist in meinem Haus jetzt willkommen, Freund. Und wenn du da bist, kannst du meine Lichtbildgalerie einen Besuch abstatten. Du wirst restlos begeistert sein, glaub mir. Sicher doch. Und das ist eben das hier. Seine hübsche Lichtbildgalerie.
Alles ehrliche Aufnahmen, nicht wahr? Aber du brauchst doch nicht so zu erschrecken, Freund. Gräme dich bitte nicht weiter, es ist nur eine lediche Berufsangewohnheit. Ich komme bemerkt an, meine Motive heranzuschleichen. Übrigens, die Lichtbilder hier habe ich alle in meiner Jugendjahren gemacht und sie sind mein ganzer Stolz. Als ich nämlich noch jung war, befuhr ich das große weite Meer immer mit einem Finger am Auslöser, damit mir auch ja kein sensationelles Motiv entgeht. Aber überzeuge dich ruhig selbst. Und da drüben sind noch zwei Schatztruhen, aber die kommen mir nur über einen Umweg ran. Nein, das ist nicht das, was ich von dir will. Ich glaube, ich muss dafür nochmal runter und dann glaube ich einmal raus und dann einmal rein. Oder geht das erst später? Weil dann würde ich dann sonst das Segel abholen und dann wegfahren. Dann würde mir das dann mal einem späteren Zeitpunkt nachholen, also wenn das jetzt noch nicht ging sollte. Schon seit jungen Jahren beschäftige ich mich mit dem Bau der Fotobox. Es ist mein Lebenstraum, die ultimative Box zu schaffen und damit die Fotografie zu revolutionieren. Und ich glaube, ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Aber ich bin leider nicht mehr der Jüngste, ich möchte die Insel nicht mehr verlassen. Möchtest du vielleicht mal Assistent werden und mir bei meiner Lichtbildrevolution helfen? Und das müssen wir eben machen, damit wir die Fotobox noch upgraden können. Oh, ist das auch wirklich dein Ernst? Aber bitte mach dir keine Illusionen, es ist ein langer Weg zum Assistenten. Als Assistent musst du in der Lage sein, jede meiner Anweisungen im Handumdrehen und zu meiner Zufriedenheit auszuführen. Ich schlage vor mir ständig erstmal ein wenig auf die Probe, na, traust du dir das zu? Na und ab! Schön, so soll es sein. wie war nochmal dein Name? Sonic? Gut. Ich werde dir insgesamt 3 Aufgaben stellen. Und wenn du sie alle zu lösen vermagst, dann mache ich dich zu meinem Assistenten, Sonic. Kommen wir also zur ersten Aufgabe. Ein Liebesbrief? Ist dir das ein Begriff, mein junger Freund? Nun, vermutlich noch nicht in deinem Alter. In dieser Stadt gibt es jemanden, der nicht müde wird, Liebesbrief um Liebesbrief zu schicken. Und das, obwohl ihn seine Angehimmelte schon mit Körpern überhäuft hat. Da ich nicht länger zusehen kann, wie er sich unglücklich macht und sie unter seine Persistenz leidet, würde ich gerne demnächst Zwiesprache mit ihm halten. Deine Aufgabe ist es nun, ein Beweislichtbild zu machen, auf dem er zu sehen ist, einer seiner Liebesbriefe einwirft. Nicht sonderlich schwierig, oder? Wenn du mein Assistent werden willst, dann darf dir solch eine Aufgabe keine größeren Schwierigkeiten bereiten. Ja. Und zwar gibt es nämlich wirklich in der Stadt einen, der immer Briefe einwirft. Und wir werden es auch wieder so machen, dass ich dann auch wieder schneiden werde. Ich werde einfach den Typen zeigen, um den es sich handelt. Und zwar handelt es sich um diesen Romantiker hier. Hallo Junge, hast du den Briefkasten im Hafen gesehen? Wenn du jemandem einen Brief schicken willst, dann neck ihn doch auf, ding, sing, sing, und wirf ihn in den Briefkasten ein. Es dauert dann gar nicht lang und er wird von einem Postboten des Volkes der Orni abgeholt. Die nehmen ihre Arbeit nämlich ganz schön ernst und sind sehr verlässlich. Ja. Und der Typ ist eben derjenige, der die Liebesbriefe vernarrt ist. Und jetzt müssen wir eben warten, bis er runterkommt und dann eben seinen Brief einwerfen möchte. Wir suchen jetzt noch eine gute Position, wir das machen können. So. Jetzt hier. So in etwa an der Stelle. Was wir jetzt machen können, wir können jetzt noch schnell einen Segel holen. Der wird ja nicht allzu schnell dort unten sein. Der ist jetzt gerade mal aktuell gerade hier. Dann können wir noch das Segel abholen. Und ich werde es auf jeden Fall schneiden. Was? Du hast dem Armkerl geholfen? Du musst ein Held oder sowas in der Art sein. Und das wahre Held? Willst du mir meine nächste Bitte sicher nicht ausschlagen? Ich will hier meinen eigenen Laden eröffnen und bräuchte etwas Startkapital. Du würdest mir sehr helfen, wenn du mir das einzige abkaufst, das mir an Besitz geblieben ist. Das hier! An sowas haben die Leute hier überhaupt kein Interesse. Auf diese Insel hat keine Lust darauf, auf hoher See zu reisen. Bitte, bitte, kannst du mir noch in diesen Gefahren tut mir große Herr, der Spaß kommt sich bloß läppische. Willst du mich verarschen, Bro? Würde ich normalerweise sagen, aber du hast dir den Armkreis so heldenhaft geholfen.
Wickling, 80 Rubinen für dich. Ich wollte schon sagen, der wollte 200 und jetzt will er nur 80, weil er mit dem süßen kleinen Kerl geholfen haben. Also, bitteschön. Ja, danke ich dir aber recht herzlich. Naja, 80 Rubinen, das ist die Rettung in der Not. Damit habe ich endlich ein Startkapital und starte durch ins Geschäftsleben. Hier, mein Freund, es soll dir gehören. Und damit meint er eben das Segel. Setze es, wenn du dich an Bord des Bootes befindest. Ahoi! Du hast aber wirklich einen guten Kauf getätigt, klar, mit meinem Freund. Immerhin verdanke ich diesem Bootsegel mein Leben. Da gibt es keinen Zweifel. Hoffentlich wird er dir auch so wertvolle Dienste erweisen. Ja. Aber jetzt kümmern wir uns um diese Fotoquest. Die werde ich noch in diesen Part einschieben. Könnte ein bisschen schwierig werden, aber sollte gehen. Weil es halt ein bisschen zeitaufwendig, das Ganze. Naja, dann warten wir auf jeden Fall, bis er jetzt kommt. Und dann machen wir einen hübschen, schönen Schnappschuss. Also dann, ich werde wieder mal kurz cutten. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es soweit ist. Also es kann gut sein, dass dieser Part mal eine Überlänge hat, weil ich das alles jetzt noch erledigen möchte in dem Part. Oder ein bisschen eine Unterlänge, weil ich möchte wenigstens diese Quest noch beenden. Also dann, bis gleich. Und nicht allzu lange mussten wir warten, da ist er schon. Der Casanova. Wie er da runter spaziert. Briefkasten läuft. Und den Brief einwirft. Ach, und wenn man den Modus wechselt, kann man auch ein Selfie machen. Und mit dem linken Stick kann man ein paar Grimassen schneiden. Also, sagen wir mal so, die waren auf jeden Fall modern, die Entwickler. Naja, da wäre schon mal der erste Teil der Aufgabe erledigt. Dann können wir das abgeben. Der zweite und der dritte wird auf jeden Fall einfacher, das kann ich schon mal sagen. Nein, ich bin in der falschen Tür. Mist. Das war die falsche Tür. Wir müssen eins weiter dorthin. Und das passiert dann, wenn man in ein Haus geht, das wird zurückgesetzt. Ich muss jetzt drei Herzteile haben, ist das richtig? Ja, da sieht man es noch. Dann geben wir immer das hübsche Lichtbild ab. Hier, bitteschön. Hoho, ein vorzüglicher Schnappschuss. Lieber muss wohl blind und taub machen, sonst hätte er doch längst mitbekommen, wie vergeblich sein Bemühen ist. Da werden Erinnerungen an meine eigene Jugend wach, als ich... Aber lass mir das. Deine erste Aufgabe hast du irgendwas mit Bravour bestanden. Das Lichtbild habe ich mir zu behalten. Das wird sich doch als nützlich erweisen. Gut, kommen wir nun zur zweiten Aufgabe. Finde mir den größten Feigling der Stadt. Ich werde dann dafür sorgen, dass er etwas mehr Mut fasst. Eine Aufgabe ist es nur, diesen Hasenfuß im Moment des Erschreckens abzulichten. Ob du diese Aufgabe auch bewältigen wirst? Natürlich. Den größten Hasenfuß. Und es gibt nämlich einen davon. Und ich weiß auch wo. Hier in dieser Kaffeebar. Und wie entlarvt man ihn? Ganz einfach. Denn, sagen wir mal so, wir werfen ihm zum Beispiel einer Vase entgegen. Und dann macht man so schnell wie möglich ein Lichtbild, solange er in Zitterphase ist. So, das sollte genügen. Das ist nämlich der größte Angsthase.
Der hat vor allem Angst. Ja gut, ich bin jetzt auch nicht gerade besser. Ich habe zwar nicht vor allem Angst, aber vor den meisten. Vor allem meine größte Angst sind nämlich Bienen. Wespen, Hummeln, Ameisen. Die habe ich einfach am meisten Angst, vor allem vor den Bienen, Wespen, Hummeln, weil die gerne immer bei mir stechen wollen. Oh, bitteschön. Oho, ein vorzüglicher Schnappschuss. Zwei Personen, das muss der größte Feigling der Stadt sein. Auch diese Aufgabe hast du bravourös bestanden. Wirklich einfach nur köstlich, dieses Lichtbild. Auch die zweite Aufgabe hat dich vor keine größeren Probleme gestellt. Gratuliere. Das Lichtbild erlaube ich mir zu behalten. Das wird sich noch als nützlich erweisen. Also dann endlich ist es soweit. Die dritte und letzte Aufgabe wartet darauf, von dir gemeistert zu werden. In dieser Stadt gibt es einen Mann und eine Frau, die sich sehr zugetan sind. Aber aus irgendwelchen Gründen sind beide leider zu schüchtern, sich endlich mal auszusprechen. Sie werfen sich nur manchmal einen kurzen verstohlenen Blick zu, wenn sie auf der Straße aneinander vorbeigehen. Es ist wirklich nicht mit anzusehen. Die Stadt und ihre Bürger liegen mir sehr am Herzen und deswegen habe ich beschlossen, in diesem Fall ein wenig den Amor zu spielen. Deine Aufgabe ist es nun, den Moment auf Lichtbild zu bannen, in dem ihre Gefühle füreinander offensichtlich sind. Und wenn du auch diese letzte Aufgabe gemeistert hast, dann wird dir die Ehre zuteil, mein Assistent zu werden. Heiter Aussicht, nicht wahr? Also streng dich an, Freund. Ich werde einfach nur noch die Quest lösen und dann mache ich auf jeden Fall Schluss. So. Und ist eigentlich gar nicht schwer. Ich brauche nur eine gute Position, von der ich fotografieren kann, ohne dass mich die Kinder nerven. Ich glaube, diese Position ist auf jeden Fall gut. Wobei, ich muss noch ein bisschen weiter nach rechts. Nein, ich will nicht drunter klettern. Okay, das ist leider auch nicht gut. Nehmen wir die. Das geht auch nicht. Dann die Bank. Wir müssen jetzt auf den anderen Typen warten. Ich hoffe nur, die rennen jetzt nicht um mich herum. So, ein bisschen zoomen. Und für euch, damit das nicht so lange dauert, machen wir wieder einen kurzen Cut. Also dann, bis gleich. Und da sind sie schon. Jetzt. Ich hoffe nur, ich hab's jetzt nicht versaut. Ein gutes Lichtbild ist. Weil sonst darf ich den ganzen Dreck nochmal machen. Und das mag ich nicht. Ich möchte jetzt endlich die Quest abschließen, damit ich den Part auch beenden kann. Bitteschön. Oho, ein verzögerlicher Schnappschuss. Diese beiden waren das also. Ihre Blicke waren wohl so verstohlen, dass selbst ich nichts davon mitbekommen habe. Und dabei lebe ich hier auch schon so manche Lenzen. Das Lichtbild erlaube ich mir zu behalten, das wird sich noch als nützlich erweisen. Bravo, du hast damit alle Aufgaben gemeistert, die ich dir gestellt habe. Von nun an darfst du dich also als meinen Assistenten betrachten. Und als Assistent von Immanuel Kokfa wirst du nicht mehr mit Schwarz-Weiß-Lichtbildern arbeiten. Niemals wieder. Stattdessen gebe ich dir diese Fotobox. Und die Fotobox stellt jetzt die Deluxe-Version dar. Ein wundervolles Geschenk von Immanuel Kock von seinem treuen Assistenten, Tisch. Du kannst damit Farblichtbilder schießen. Lege sie im Item-Menü auf Dingens, Dingens, Dingens. Viel Spaß in Farbe. So, jetzt bist du in der Lage, herrliche Farblichtbilder anstatt der bisherigen Schwarz-Weiß-Lichtbilder zu machen. Und nun geh hinaus in die weite Welt und fotografiere alles, was dir vor den Sucher kommt. Tu, was ich mir immer erträumt habe, Sonic, mein Freund und Assistent. Ja, da gibt es auf jeden Fall einiges zu machen. Und ich denke, das füge ich jetzt noch ein.
Das sollte noch gehen. Wobei, nee, das wird wahrscheinlich doch zu anstrengend. Ich setz das. Nein! Nee, nicht mich, nicht mich, nicht mich, nicht mich, nicht mich, nicht mich! Ich glaube, ich setze das doch lieber in den nächsten Part rein. So, dann speichere ich lieber mal nochmal. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir dann ein bisschen weitermachen. Also dann, bis dann. Ciao.